Stocks, 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 Stocks. So, und weiter geht's, ne? Ich trinke mal zwischendurch was. Auch schon fertig. Na, dann mache ich hier mit. Dann, wenn der fertig ist, mache ich den hier. Ganz einfach, ne? Aber der wird bestimmt einen für mich haben noch in der rechten Kammer. Und erst wenn ich die habe, kann ich sowieso in die Kammer. So läuft das doch meistens ab. Warum reite ich hier eigentlich nicht? Pass auf! Hier wimmelt es vor gefährlichen Monstern. Du bist zurück. Die anderen sind sie unversehrt. Ich habe keine anderen gesehen. So ist es also. Sie waren also schon keine Menschen mehr. Das bereitet mir wirklich Schmerzen in der Brust. Wenn es soweit gekommen ist, dann hat es keinen Sinn mehr zu zögern. Man kann nicht wissen, was der Schurke als nächstes macht. Da gilt es schnell zu handeln. Geht zum Zentrum des Königsgrab in den westlichen Raum. Findet, was das als Hinweis dienen kann und bringe es zum Mitglied der weißen Truppe Nasran. Ach nee, das ist die Zusammenfassung. Ich muss mal auch hier lesen. Zusammenfassung oder Dialog. Während du nach ihm gesucht hast, ist Rosenkreuz aus dem westlichen Raum herausgekommen und in den südlichen gegangen. Kannst du also in den westlichen Raum gehen, wo er vorher war? Vielleicht kannst du ja da herausfinden, was für Untaten er vorhat. Ich werde ihm folgen. Wenn wir beide unsere Aufgaben erledigt haben, treffen wir uns hier wieder. Alles klar. Es war mir so klar, dass ich jetzt in den Raum bin. Aber hatte ich hier nicht alle besiegt? Also war mir so, als hätte ich hier alle... Das sind die nochmal später aufgetaucht. Mensch, warum habe ich jetzt meine Tastatur wieder reingeschrieben? Ich habe nämlich so einen Zug, wo man die Tastatur rein- und rausschließt. Und ich hatte die jetzt irgendwie wieder reingeschoben. Irgendwie doofe Angewohnheit, weil ich die F-Tasten an sich sonst nicht so häufig benutze. Aber hier brauche ich sie halt, weil da eben meine ganzen Eisangriffe liegen. So, hier ist jetzt nur eine Tür, das wundert mich. Na dann machen wir mal die Tür, hä? Und auf. Aber die Animation finde ich geil, wenn die aufgeht. Und jetzt werde ich wieder zurück teleportiert. Nee, wer ist das? Schönes Gottesauge. Der ist nicht... Der ist schon... Das ist schon ein... Das wäre nicht so günstig, wenn ich den gleich auf mich ziehe. Ich mache hier erstmal rundherum. Rundherum, das ist nicht dumm. Ringelbiest mit anfassen. Keine Ahnung. Das ist rundherum ist gar nicht dumm. Das ist irgendwie aus so einem Kinderlied so ein Ende. Ich habe aber absolut nicht keine Ahnung mehr, wie der Anfang war. Ja, alle Kinderlieder kann man ja auch nicht kennen. So gehe ich einfach mal davon aus, was haben wir hier Schönes? Verdächtige Schriftrolle. Erwerbe verdächtige Schriftrolle. Oh, den machen wir mal so fertig. Was ist die? Miss. Wieso hatten wir das Miss? Und ciao. Ciao Bella. Du seien tot. Da ist sie noch rein, ja. Oh ne, ich kann das nicht. Ja, ich bin sowieso da verdammt schlecht drin, irgendwelche Stimmlagen, meine Stimme großartig zu verändern. Ja, deswegen werdet ihr mir auch kaum irgendwas in die Richtung hören, weil ich mache halt nicht wirklich Sachen, wo ich nicht gut drin bin. Na gut, man kann jetzt sagen, ja, warum spielst du denn dann hier? Aber okay, na, das ist auch doof. Es natürlich welche gibt, aber das macht mir Spaß. Das Spielen hier. Fettkloß. Bist du ein Fettkloß? Kommst du ran? Hallo. Ach so, sowieso schon fertig. Okay, na dann dürften jetzt eigentlich keine Gegner mehr kommen bis zu dem Weg dort, deswegen reite ich mal. Dürften theoretisch, ich meine, okay, wenn sie mich dann mal ein bisschen vom Dings runter... Ah, juhu, die kann ich wieder einsetzen.
Ach, während ich reite, geht nicht. Okay. Hat man das auch gewusst? Ach, ich habe das jetzt gar nicht durchgelesen. Auch nicht schlecht. Ich wollte es ja eigentlich immer vorlesen. So, erstmal hier Fiole. Buff. Buff Nummer 1, Buff Nummer 2 und 30 Sekunden noch warten, 29, 28, 27, 26, 25. Na gut, während ich warte, kann ich mir ja noch durchlesen. Nachdem der den Rahul-General Larenek beschwört hat, will er wohl die Unruhe auf dem Kontinent dazu nutzen, tief ins Land einzudringen. Hier steht nicht genau, wie er das anstellen will, aber eins steht fest. Herr hat das schon seit langer Zeit geplant. Mylos, du bist der Einzige, der Rosenkross das Beschwörungsritual verhindern kann. Ich weiß, dass es schwierig werden wird. Aber kannst du schnell in den Raum da vorne gehen, das Seelenfragment, das Rosenkross dabei sich trägt, erobern? Natürlich, aber wie kannst du dir sicher sein, dass das Seelenfragment hier ist? Ich bin nicht ganz sicher, aber das Seelenfragment wird vermutlich zur Beschwörung von Larenek benutzt. Für eine Beschwörung wird nämlich eine so enorme Macht benötigt. Offenbar hat Rosenkross ja das Seelenfragment von Anfang an in seinen Besitz gebracht, um Larenek zu beschwören. Alles klar. Und jetzt ist sogar der Buff fertig. Und jetzt sind wir super ausgerüstet. Fast zumindest. Ne, wir sind eigentlich super ausgerüstet. Aber, ach ne, ich dachte schon, ich müsste mal jetzt gerade wieder auf Toilette. Aber es war dann bloß ein Wind nach hinten, sag ich mal so. Ich will das jetzt nicht weiter erläutern. Ich glaube, gehört jetzt auch nicht dazu. Oh, eine Eskorte. Oh. Ein Spalier, ich dachte so schön, ein Spalier. So, dann öffnen wir doch gleich hier mit die Tür mit. Na, ihr seid wirklich nicht gute Wächter, muss ich sagen. Also. Also da wäre ich, glaube ich, besser geeignet. Meine, euch würde ich jetzt nicht durchlassen. Also euch, wenn ihr ankommen würdet. Das war so einfach. Also strengt euch das nächste Mal mehr an, Kumpels, ne? Bringt eigentlich nicht. Also man kann nicht wirklich, also es ändert sich nicht wirklich was. Ich mach einfach mal. Da ist er. Und haben wir hier rum noch irgendwelche Handeln? Und dann muss ich wahrscheinlich wieder gegen Aaron kämpfen. Kaltherz. Na dann kämpfen wir mal gegen Kaltherz. Oder machen sich, glaube ich, einzelne Attacken besser? Ach, du bist ja gar nicht so ein schwerer Brocken. Ey, es wirkt ja gar nicht. Was ist denn das für eine Schande? Vor allem der kleine Eisklumpen zwischen seinen Füßen. Das sieht so putzig aus. Butsch. Und das war's schon. So. Okay. Dann. Führen wir den mal noch aus. Oh, wie spät haben wir es denn eigentlich? 7:45. Also für die es nicht wissen, 8:45. Pass auf! Ich verstehe immer noch nicht, warum das für ein. Nochmal? Oh. Warum das für einige so verdammt schwierig ist, weil eigentlich ist es doch logisch. Warum dann einige, wenn man sagt, 7:45, dann irgendwie, was weiß ich, 8:45 oder so denken, weil, also ich finde, es ist halt wie, halt, ich bin gleich tot, aber ich kann auch gerade, ach, ich war auf dem, oh, shit, sieht verdammt schlecht um mich aus, nee, was ich sagen wollte, das ist ja wie ein einfacher Kuchen, ein Viertelstück, ein Viertel von einer Stunde, ein Dreiviertelstück und ein ganzes Stück von einer Stunde. Also ich kann das nicht nachvollziehen.
Da haben wir noch jemanden. Naja, aber okay, das sind halt in Deutschland regionale Unterschiede, Sprachunterschiede, die hast du ja schon immer gehabt. Und naja. Ist halt eine Sache, die ich nicht so wirklich nachvollziehen kann, aber ist halt so. So hätten wir das auch. Und wie viele Sachen müssen. Pass auf! Hier wimmelt es vor gefährlichen Monstern. Wie ist es ergangen? Hast du Larinek besiegt? Na, Logo. Ich kann über deine Fähigkeiten immer... Oh, haben sich verschrieben. Wieder nur staunen, dass du den Raoul-General Larinek besiegt hast. Ich gehe dann endlich zu Graf Ellen. Ich sollte den Herrn in seiner unangenehmen Verfassung nicht zu lange alleine lassen. Ich werde diese neue Chance, die du mir gegeben hast, nicht verfehlen, sondern nutzen. Okay, und dann haben wir hier... Haben wir jetzt noch irgendwo einen Standard-Quest? Nee, na dann ab... Ab, ne? Würde ich dann mal sagen. Und was sagt das Inventar? Ach, Platz. Was haben wir hier eigentlich Schönes? Drittes Memphis-Stück. So, na, dann sind wir gleich da. Dann sind wir gleich da. Da, rap, da, 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 rap, da, 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 da. Ach, Mist. Ich hab ja gesagt, dass ich ja eigentlich immer... Warum ist das hier? Ach so, warum ist das jetzt gerade so dunkel? Dass ich ja immer, oh mein Gott, aber jetzt drückt halt wirklich die Blase, weil ich gerade irgendwie eine ganze Cola-Flasche getrunken hat. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Frisch ausgerungen. Oh Mann, das klingt so falsch. So, werde ich jetzt angegriffen? Ne, dann machen wir hier mal schnell diesen hier. Ah, das wird nicht abgebrochen. Doch, ich wollte schon sagen, das wird nicht abgebrochen. Erstaunt mich aber ein bisschen, wenn das... Also, hätte mich erstaunt. Weil sonst hätte ich ja bei dem... Könnt ihr euch noch dran erinnern? Bei dem einen Typen da, wo ich da an Ardir war, der mit der tollen Weihnachtsmannmütze, dann hätte ich ja abhauen können, obwohl der mich, verprügelt hätte. Ne? So, okay, na dann fertig. Dann geben wir den Quest mal ab, ne? Ich habe ja hier noch Quest-EP und XP Plus. Und dann müssen wir mal gucken. Haben noch Platz. Yep. Sollte es eigentlich das schließen oder so? Genau, so geht's auch. Bereite alles fehlerlos vor. Aus niemanden. Hals, Kälte, aber Intelligenz plus 4, Ausdauer plus 4. Gut, aber wir haben ja eh die super tolle Kette da. Aber okay. Ich habe auf dich gewartet. Ich wäre erstaunt, als ich erfahren habe, dass Rosen Kostja wahrscheinlich noch lebt. Er hat sich bestimmt eine Nische offen gehalten, um zu entwischen. Ja, klar, bestimmt. Also, so, während ich ihm die Geschichte von Isolde erzähle, macht Silberbild ein trauriges Gesicht. Muss mich wohl damit zufrieden geben. Wenigstens sind wir dem Geheimnis des Memphis-Stück ein Stück näher gekommen. Das Problem verhärtet sich mehr als gedacht. Dadurch verlieren wir immer mehr Zeit. Es ist ein Ruf vom Ritterführer Drachen gekommen, der sich im Hauptquartier der Kampfmagier in Makut befindet. Sorge dich nicht mehr um die Probleme hier, sondern kehre zur Hauptstadt Makut und triff dich mit dem Anführer der Magieritter Derions. Na klar, mache ich gleich, aber zuerst, wir sind ja in Level aufgestiegen. Und nach einem Levelaufstieg ist es oft so, dass man da... Ja, Post und so weiter bekommt. Was macht man hier? Eisige Luft. Na gut, ich krieg bestimmt mal bald wieder...